kann man überhaupt Konzerte mit einer Kamera filmen. Mit einer einzigen Kamera. Ein ganzes Konzert, was bis zu 2 Stunden dauern kann. Und zwar komplett will man das filmen. Man will keinen Song verpassen. Ob das ein Rockkonzert oder ein Jazzkonzert ist oder irgendwas mit Blasmusik, egal. Es muss das ganze Konzert aufgezeichnet werden. Und zwar Song für Song. In der Regel sind es etwas über 20 Songs mit Zugabe. Darauf muss man sich einstellen. Geht das überhaupt? Ist das realistisch? Ja, es geht. Ich mache das ja seit 2008. Also seit nunmehr 13 Jahren. Und es gibt etliche Videos, die bestätigen, dass man sehr wohl mit einer Kamera ein Konzert aufzeichnen kann. Das allerdings erfordert bestimmte Voraussetzungen und über die möchte ich jetzt reden. Die sind das Thema dieses Videos. Die Besonderheit ist bei einem Konzertmitschnitt, dass man ja vollkommen am Stück ohne Unterbrechung aufzeichnen muss. Man kann nicht einfach mal sagen, so, ich schalte die Kamera ab und mache dann von einer anderen Position eine andere Einstellung, Aufnahme und setze das dann fort. Einfach deshalb, weil der Ton ja mit aufgezeichnet wird, mit dem Bild zusammen. Und wer will schon in einem Song erleben, dass der Ton abbricht und dann mit Lücke sich irgendwo fortsetzt? Das muss ein Guss sein, vom ersten bis zum letzten Ton. Und das ist eine unglaubliche Schwierigkeit und erfordert auch körperlich, physisch einen Einsatz. Denn die ganze Zeit muss die Kamera oben gehalten werden in Bereitschaft und der Song, ob er nun 3 Minuten, 4 oder 5 Minuten, es gibt ja auch Songs von Pink Floyd, die sind 10 Minuten, über 10 Minuten lang. Das ist eine Kraftanstrengung sondergleichen, die ganze Zeit die Kamera in Bereitschaft zu halten bzw. zu filmen. Und deswegen habe ich also seit vielen Jahren zu meiner Sony NEX VG20 Camcorder, dem sogenannten Henkelmann, ein Bruststativ, was mir die Arbeit erleichtert. Gleichzeitig dient das Bruststativ als Stabilisator und man kann damit sehr ruhig arbeiten, kann sogar mal die Hände wegnehmen und muss allerdings darauf achten, dass man nicht zu intensiv atmet, sonst überträgt sich natürlich, wenn der Brustkorb sich hebt und senkt, diese Bewegung auf die Kamera. Das heißt, 22 Songs müssen lückenlos aufgezeichnet werden. Und man weiß ja nicht, welche Songs man verwenden wird später. Das entscheidet ja hinterher, entscheidet man beim Schneiden, dass einige Songs rausgeworfen werden, wo Spielfehler aufgetreten sind oder wo die Band sagt, ey, du, den Song A, B und F wollen wir nicht haben, sei so nett, und veröffentliche den nicht. Das ist auch gleichzeitig das Stichwort Veröffentlichung. Es versteht sich von selbst, dass natürlich die Genehmigung des Bandleiters eingeholt wird vor dem Konzert, dass man ihm sagt, du, hör mal, ich veröffentliche hier im Internet, weißt du Bescheid, für dich eine kostenlose Werbung, wenn du die haben möchtest. Ich mache das selber unentgeltlich, bekomme kein Geld, weder von der Band
noch vom Veranstalter, noch von sonst jemand, sondern mache das wirklich aus Jux und Tollerei als Hobby und Spaß an der Freude. Ja, und da gibt es natürlich entgegengesetzte Reaktionen. Die einen sind hoch erfreut. Oh ja, klasse, Mensch, das ist ja eine kostenlose Werbung für unsere Band. Mach mal volle Freiheit, kannst du machen, was du willst. Und so weiter. Und die anderen, die sagen, nein, auf keinen Fall. Wir wollen nur unsere PR-Videos haben und wollen nicht von Amateuren irgendwelches Zeug reingestellt haben. Da habe ich auch Verständnis dafür. Und es gibt dann die Dritten, die Mäkler, die wollen sich dann vorbehalten, das Material, bevor es veröffentlicht wird, nochmal durchzuschauen. Also das kann natürlich Form annehmen, wo ich dann auch mal etwas nervös werde, etwas kribbelig werde und sage, gute Leute, ich bin seit vielen Jahren hier mit Musik bestens vertraut und ihr dürft schon davon ausgehen, dass ich weiß, was gut ist und was eure Band, was das Image anbelangt, nicht gerecht wird. Nicht? Also das überlässt mir mal die Auswahl und da müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass ich etwas reinstelle, was euch als Band Schaden zufügt. Ja, also bevor man überhaupt den ersten Dreh macht, muss das geklärt sein, dass man auch die Erlaubnis hat. Sonst könnte das ein böses Erwachen werden, wenn man da einfach was dreht und reinstellt ins Netz und hinterher wird man angehauen und es wird gesagt, du nimm das raus. Ja, also drohen einen sogar mit Konsequenzen vom Rechtsanwalt. Also das habe ich allerdings noch nicht erlebt in den langen Jahren der Praxis. Hier ist auch noch eine Besonderheit zu beachten. Die Konzerte, die ich aufzeichne, sind durch die Bank kostenlose Konzerte. Denn es ist schon genug Arbeit, so ein Konzertvideo zu erstellen, daran zu arbeiten, zu schneiden und so weiter. Aber dass ich dann auch noch Geld für Eintritt bezahlen soll, das sehe ich nicht ein. Ja? Das kommt dann ab und zu mal vor, dass eine Band dafür sorgt, dass ich reinkommen kann, ohne Eintritt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann verzichte ich auf die Aufzeichnung. Ja. Und also kommerzielle Konzerte, die natürlich sowieso die meisten, also mit berühmten Musikern, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit reinzukommen. Nicht? Also die haben ihre professionellen Leute, die aufzeichnen und da darf keiner hier denen in die Quere kommen, was natürlich auch verständlich ist. Hier geht es um viel Geld teilweise. Aber die Bands, die nicht ganz so berühmt sind, aber trotzdem gut sind, davon habe ich eine Menge aufgenommen. Teilweise auch weltberühmte Bands, die aber trotzdem nicht mehr die großen Stadien füllen, aber die ein freundliches Management haben, wie zum Beispiel eine amerikanische Band, eines der besten Interpreten, Randy Hansen, der besten Interpreten von Jimi Hendrix. Der Manager war sehr, sehr freundlich, hat mich reingelassen, hat mir die Genehmigung erteilt. Und es ist einer meiner besten Videos geworden. Ich habe das gesamte Konzert aufgezeichnet. Und das wird also zigtausendfach angeklickt inzwischen. Und man hat ja manchmal das Gefühl, dass der Randy Hansen besser ist, als Jimi Hendrix es damals gewesen war. Ja. Unglaublich. Und ich hatte da auch Glück mit der Position vor der Bühne. Und da komme ich aber später noch drauf. Jetzt erstmal zu dem zweiten Punkt. Und das ist natürlich das Mikrofon. Und das ist außerordentlich wichtig. Ein externes Mikrofon, was man irgendwo hinstellt, wäre ideal oder sogar noch idealer wäre, wenn man von dem verantwortlichen Musiker, der am Mischpult sich befindet, sagt, du hör mal, kannst du mir die ganze Aufzeichnung später mal geben? Die lege ich dann synchron an. Das ist natürlich die beste Möglichkeit. Wenn der also vom Mischpult aus alle Instrumente gemischt hat und man übernimmt von dem die Tonspur und kann die ins Video einbauen.
aber das ist meistens nicht möglich aus organisatorischen Gründen. Und das Mikrofon, jetzt externes Mikrofon irgendwo hinzustellen, das ist gefährlich. Es könnte einfach schlicht und einfach geklaut werden. Ja? Und die ideale Position für so ein externes Mikrofon, die ist auch schwierig herauszufinden, ja, weil oftmals die Position der Musiker wechseln und so weiter. Also da ist man doch gut bedient, wenn man das Mikrofon an der Kamera hat. Apropos Kameramikrofon, die in der Kamera eingebauten Mikrofone sind oftmals zwar sehr gut, aber die Besonderheit ist, die Mikrofone müssen außerordentlich pegelfest sein. Das heißt, sie müssen dem Schalldruck, der also hier auf die Mikrofone einwirkt, gewachsen sein. Und ich habe da Lehrgeld bezahlt und habe mich auch von externen Mikrofonen wieder trennen müssen, weil die dem Schallpegel nicht gewachsen waren und alles war restlos unbrauchbar übersteuert. Und deswegen habe ich jetzt hier mein Tascam-Mikrofon. Das ist also ein TM2X. Externes, das wird oben aufgesteckt auf die Kamera und das ist mit 125 dB pegelfest und da kann man sich also manchmal so 3 Meter von der Box entfernt steht und da brettert ein Bass entgegen, dass es einem bei den Ohren wegbläst, dann juckt das dieses Mikrofon gar nicht. Ja? Das verarbeitet und verdaut diese gigantische Lautstärke, ja? Den Schalldruck. Und man sieht es dann schon an der Pegelanzeige, das bleibt vollkommen cool, das Mikrofon zeichnet das schön an, darf allerdings nicht übersteuern, dann geht auch das Mikrofon in die Knie, klippt und ist übersteuert und die Tonaufnahme wird unbrauchbar. Also man muss, wenn man mit einer Kamera arbeitet, ein sehr, sehr gutes, pegelfestes Mikrofon haben. Es wird oft unterschätzt. Und da kann das Mikrofon wie in der Kamera, wie ich sagte, schon so gut sein, wie es ist. Aber es wird in die Knie gehen, wenn man oftmals in den kleinen Locations, kleinen Musikkneipen, sehr, sehr dicht gedrängt an den Boxen sich befindet. Ja, kann sich das nicht aussuchen. Und dann übersteuert das und haut da rein und es ist nicht brauchbar, der Ton. Ja? Und das ist auch das Stichwort für das nächste Problem. Wenn man etwas filmt, egal was, sucht man sich die ideale Aufnahmeposition und macht da seine Aufnahmen. Ja? Das heißt, man konzentriert sich aufs Bild und sucht sich den Kamerastandpunkt, der verspricht, das beste Bildmaterial zu liefern. Tja, das ist hier bei Konzertaufnahmen nicht so einfach. Denn man muss einen Kompromiss eingehen zwischen der optimalen Position für das Bild als auch für den Ton. Und das muss nicht zwangsläufig zusammen gut gehen. Das heißt, da wo ich ein gutes Bild habe, eine gute Bildposition, Aufnahmeposition, da bin ich vielleicht viel zu nah an der linken Box dran und bekomme also ein Ungleichgewicht im Stereopanorama. Das heißt, das ist eine Position, die muss ich verändern. Ich muss dann ein bisschen mehr in die Mitte gehen, damit hier wieder das Gleichgewicht zwischen rechten und linken Kanal einigermaßen gewahrt werden kann. Wenn allerdings natürlich so, und jetzt habe ich so ein Mittel, das auch, Mensch, die Position, wo der Ton gut ist, wie ich auch schon an der Pegelanzeige sehen kann, Mensch, da ist aber, da bin ich zu sehr in der Mitte, da ist das Mikrofon genau durchschneidet das Gesicht vom Sänger. Ja, der Gitarrist, der hat einen Mikrofonständer durch die Seiten, durch den Korpus. Mensch, das ist eine scheiß Position. Da gehst du ein kleines Stück nach links und bumm, da hast du einen Kompromiss gefunden zwischen Bild und Ton, wo du sagst, ja, von hier aus kann ich sehr gut filmen. Und jetzt musst du noch berechnen, es werden natürlich Zoom-Objektive verwendet
Denn man will ja Abwechslungsreichtum in das Geschehen hineinbekommen, wenn man schon nur mit einer Kamera filmt. Damit um Gottes Willen das nicht langweilig wird, sondern es muss Dynamik sein, es muss eine gewisse Beweglichkeit drin sein. Man muss also von der Totalen, wo die ganze Band drauf ist, oder drei oder vier Mann, ranzoomen in die Großaufnahme, wenn der Sänger gerade singt und hat eine Großaufnahme bloß und seinen Kopf sogar angeschnitten, ja, ausdrucksstarkes Gesicht. Man wechselt die Position, langsam geht irgendwo ein Stückchen nach rechts oder nach links. Dieses Gefühl für den Ablauf, dramaturgischen Ablauf des Songs, des Geschehens und der Position der Kamera, um guten Ton und gutes Bild zu haben, das braucht einige Jahre Erfahrung. Das kriegt man nicht von Anfang an. Das wird einem nicht geschenkt, da muss man bitteres Lehrgeld bezahlen. Also da habe ich böse Reihenfälle erlebt am Anfang. Aber wie das mit allem ist, bekommt man natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Routine mit allem. Und so ist das natürlich hier auch. Und ein weiterer Punkt, der natürlich sehr, sehr hilfreich ist, ich möchte fast sagen, entscheidend wichtig ist für gute Aufnahmen von Konzerten. Je besser man die Songs kennt, die Musik kennt, desto besser kann man sich natürlich auch auf das Kommende schon einstellen. Das heißt, der Song beginnt mit einem Gitarrenintro, sagen wir mal. Und ich kenne den Song und weiß, dass der mit einem Gitarrenintro beginnt. Dann gehe ich natürlich sofort mit meiner Kamera, mit einer Halbtotalen auf den Gitarristen, schneide den unterhalb des Gitarrenkorpus an und oberhalb über dem Kopf, nehme nur den Mann rein, der das Intro spielt. Ja? Nach dem Intro kommt die Band insgesamt und ich weiß ganz genau, dass danach der Gesangspart kommt. Da lauere ich schon drauf, weiß ganz genau, taktgenau, wann der Gesang einsetzt. Und zack, ziehe ich die Kamera rüber auf den Sänger mit Mikrofon in Großaufnahme, ja, und habe ihn. Dann weiß ich, oh, im Mittelteil kommt ein ganz, ganz ausgeprägtes Hammond-Keyboard-Solo. Und das ist natürlich bei Keyboards so eine Sache. Entweder sie sind seitlich angeordnet, da hast du Glück und kriegst so eine Reihensicht in die Tasten. Gleichzeitig hast du das Profil des Keyboarders. Am ungünstigsten ist, wenn er zum Publikum schaut und du die Tasten nicht siehst. Das ergibt langweilige Bilder. Und man will natürlich nun auch nicht auf der Bühne klettern. Also ich bin nicht so ein Typ, der das macht. Ja, es gibt viele Filme, es ist auch manchmal eine gehörige Portion Selbstdarstellungsgeilheit, dass die Leute auf der Bühne krabbeln und finden das nur interessant. Na gut, junge Kerle, als ich jung war, habe ich sowas auch gemacht. Aber jetzt finde ich es irgendwo blöd, ja, peinlich, wenn ich da den Musikern zwischen Knochen rumkrabble. Ja, also noch dazu, wenn es so eine kleine Location, so eine kleine Bühne ist, wo es eh eng zugeht, ja. So, und da bin ich natürlich dann mit dem Keyboarder, der mich zwar schön anguckt, aber ich sehe seine Tasten, ich kann nicht mehr sehen, wie er so schön mit seinen Fingern spielt und über die Tasten flitzt, da bin ich angeschissen, ja. Da kann ich nur wieder eine Totale machen von der ganzen Band und warten, bis ein anderer Gitarrist vielleicht ein Solo macht oder am Schlagzeug sich ein bisschen was tut. Ja, im Jazz-Bereich hast du das ja oft, dass Drum-Solis drin sind. Und das Drum-Solo, da weißt du schon, den Drummer, den hast du immer schön. Ja. Da kannst du schöne Großaufnahmen machen von ihm selber oder von seiner Trommelarbeit. Also das geht sehr gut. Also man ist sehr gut beraten, wenn man die Songs kennt, wenn man schon vorher weiß, wo, wann, was passiert. Und kann sich darauf einstellen. Und dass man da nicht überrascht wird
und mit der Kamera hin und her schwenkt und weiß gar nicht, ja, wo steht denn der Sänger eigentlich, jetzt ist der, ja. Oder man weiß zum Beispiel manchmal bei manchen Darbietungen, wann die Sänger ins Publikum gehen und kann das einkalkulieren und kann dann den Sängern folgen, wie sie ins Publikum gehen und kann da auch schöne Live-Aufnahmen machen. Und wenn dann natürlich ganz spontane Aktionen kommen, wie zum Beispiel Randy Hansen, der als ins Publikum gesprungen ist, aufgefangen wurde, oh, ich habe das verpasst, ja. Und wie der auch zurück auf die Bühne wieder geschnellt ist, das habe ich leider auch verpasst. Das kann dann passieren. Das sind Sachen, die lassen sich leider nicht wiederholen. Und das ist immer und ewig, wenn man sich die Szene anguckt, krämt man sich und ärgert sich und sagt, verdammt nochmal, da hast du gepennt. Ja. Also wie gesagt, die Aufmerksamkeit, die Dynamik, sich einzustellen auf Solo, Großaufnahmen von Händen, der Gitarre, ja, die linke Hand, die rechte Hand, ja, wo man weiß, jetzt kommen interessante Gitarrenläufe auf den Bassisten, auch der Bassist, der oftmals zu kurz kommt in den Rockbands, der am Rande meistens ein bisschen verloren steht. Da kommt es oft vor, dass ich vor dem Konzert zu dem Bassisten sage, du hör mal, wenn du merkst, dass die Kamera auf dich gerichtet ist, dann komm mal ein bisschen vor ins Bühnenlicht und verkriech dich nicht da hinten in die äußerste Ecke. Ja. Du gehörst auch mit dazu, ein bisschen das wichtige Rückgrat an deinem Bass. Ja. Meistens sind die armen Bassisten, kommen die zu kurz. Ja. Und die Schlacht und die Sänger und Gitarristen, die stehen denen die Show, ja. Die kriegen auch die meisten Weiber. True Groupies, die meisten Groupies, ja. In unserer Ehemann. Aber die wollen die Bandmitglieder eigentlich nur früher oder später der Band abspenstig machen, ja. Stichwort Yoko Ono, die dafür gesorgt hat, dass die Beatles sich aufgelöst haben und so lange auf John Lennon eingewirkt hat, bis er gesagt hat, Leute, ich mache Schluss, ich verlasse die Beatles. Das hat ja dieser Tag gerade sehr eindrucksvoll und überzeugend McCartney dargelegt und uns erklärt, dass er nicht der Täter war, der Beatles aufgelöst hat, sondern John Lennon. Und dahinter stand seit die graue Eminenz seiner sehr energiegeladenen japanischen Ehefrau Yoko Ono. Ja. Die hat die Beatles gekillt, wenn du so willst. Naja, also jedenfalls, die armen Bassisten und Schlagzeuger kriegen meistens keiner ab. Ja. Das ist noch nicht beigesagt. Aber der arme Filmfritze, der kriegt auch keiner ab. Ja. Das sind im Publikum. Und da muss er bei auch höllisch aufpassen muss. Und ja, es fällt mir da sicher noch einiges. Es wird sich zeigen, ob ich hier noch einen zweiten Teil mache, wenn da vielleicht Interesse besteht, wo man dann auch in die spezielle Technik so richtig einsteigen kann. Ja, ich habe also zum Beispiel den von mir erwähnten Sony Nex VG20 für damals 1500 Euro mehr gekauft im Jahre 2012. Und den setze ich immer ein. Ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen, hat mehr schon Modelle, die ihm nachgefolgt sind, die besser sind, die 4K können. Er konnte noch kein 4K, gab es damals noch nicht. Dazu habe ich zwei Objektive und das hat seinen guten Grund. Das eine ist ein 18-55er und das andere ist ein 55-210er. Das sozusagen bei den 55, wo das 18-55 aufhört, fängt das 55-210er Objektiv an, beide von Sony. Und die setze ich ein, je nachdem, wie groß die Bühne ist. Bei kleinen, extrem kleinen Bühnen, da nehme ich das 18-55, weil ich dann sozusagen fast an der Rampe von der Bühne schon hänge.
So eng geht's dazu. Und wenn die Bühne ein bisschen größer ist, ja, und ich kann ein bisschen weiter weggehen, dann nehme ich das 55-210er Objektiv, ja. Das muss man vorher entscheiden, denn so ein Objektivwechsel nimmt verdammt viel Zeit in Anspruch hier, ja. Und das könnte ausgerechnet der Fall sein, wenn da ein guter Song kommt, ja. Also möchte man vorher wissen, mit welchen Objektiven man da anrückt, je nach Location, ja. Und dann, wie ich schon sagte, ist das Bruststativ chinesischer Art, 20 Euro kostet das Teil, sehr, 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 sehr wirkungsvoll und sinnvoll. Und das Tascam, externe Mikrofon, wird oben auf dem Dings drauf gesteckt, auf dem Blitzschuh, ja, hat auch einen Wuschel, so, obwohl meistens kein Wind vorhanden ist, aber ich habe auch manchmal eine Location, wo doch Wind da ist, und da erweist sich dieses Fell als sehr günstig, ja. Was das Kartenmaterial anbelangt, das ist heutzutage ja kein Thema mehr, ja. Und ich hatte früher immer die 32er SanDisk Ultra, und Extreme ist eigentlich gar nicht nötig, weil der Apparat noch kein 4K kann. Und so dass ich also das Geld für die Extreme nicht ausgeben muss. Das ändert sich jetzt mit dem Einsatz von dem Sony AX53, der mit 4K arbeitet. Da muss ich schon die SanDisk Extreme nehmen. Ja, aber das kostet heute kein Geld mehr, so eine 64er Karte. Da ist man also auf der sicheren Seite und kann sein ganzes gesamtes Konzert aufzeichnen, ohne Angst haben zu müssen, dass es auf die Felge geht, dass der Speicherplatz nicht reicht. Und ich habe es mir zum Prinzip gemacht, natürlich neben den mitgelieferten Akkus, ja, immer nur Nehm-Akkus mir zu holen, und gute, sehr, sehr gute Erfahrung im Laufe der vielen Jahre überhaupt mit No-Name-Akkus, kann ich nur sagen, kommen fast alle an die Leistung der Original-Akkus ran. Da kann man eine Hosentasche voll Akkus haben, die griffbereit sind, ja, und da kommt es gar nicht mehr drauf an. Für 12 Euro hat man so einen Akku geholt, kann sich gleich 2, 3, 4 holen, und da ist an der Front Ruhe, ja. Und mir wird sicher jetzt einiges nicht einfallen, wo ich sage, wenn das Video hier zu Ende ist, Mensch, hättest du doch das auch noch erwähnt. Es ist also durchaus möglich, dass ich das nochmal ergänze. Ich habe jetzt hier bald eine halbe Stunde, 27 Minuten, und muss jetzt nochmal nachdenken, dass mir nichts durch die Lappen geht, was wichtig ist. Also das Thema heißt, kann man mit einer Kamera ein Konzert filmen? Ja, man kann. Aber es muss eine dynamische Kameraführung sein. Dynamisch heißt beweglich in diesem Fall. Ein Wechselspiel zwischen einer totalen Aufnahme von der ganzen Band, von 2, 3 Mann der Band, und dann blitzschnell in die Großaufnahme, nur den Sänger am Mikrofon ganz groß, ja, im nächsten Moment wieder zurück mit dem Zoom, ja, rausgezoomt, reingezoomt, und dabei natürlich trotzdem bestrebt sein, eine gewisse Ruhe in die Kameraführung reinzubringen, was nicht immer gelingt, muss ich sagen, ja. Und hier kommt jetzt noch hinzu, und das ist ein ganz großer Vorteil von den beiden Objektiven, den 1855er und vor allen Dingen bei dem 55-210er, das ist ja hier ein APS-C Sensor bei meinem Henkelmann. Und der APS-C-Sensor hat nämlich in Verbindung mit dem 55-210er Objektiv eine fantastische Freistellung. Ja. Wenn ich da also den Sänger in Großaufnahme drin habe, manchmal ist der Hintergrund unruhig, unangenehm, ja. Da stehen komische Typen da, oder da ist eine, was weiß ich, irgendwelche Latten, irgendwelches Gerätze im Hintergrund. Und dann wird das so wunderbar freigestellt, ja. Und der Sänger steht wie herausgemeißelt vor dem unruhigen Hintergrund. Das ist eine fantastische Arbeitsweise mit dem 55-210er.
210er Objektiv, die hat schon ein bisschen was Professionelles. Bouquet nennt man das heute, komisches Wort. Also wir haben das früher Freistellen genannt. Und das macht Laune, mit dem APS-C-Sensor in Verbindung die Schärfe zu verlagern. Ja. Obwohl ich mit automatischer Schärfe arbeite, meistens aber hin und wieder auch mal mit manueller Schärfe. Gerade bei diesem Objektiv kommt es vor, dass ich mit manueller Schärfe nachziehe, weil mir die Automatik, der Autofokus manchmal die Schärfe auf den Hintergrund setzt, weil der Hintergrund eine Struktur hat und obwohl man das Gesicht, den Kopf bildfüllend drin hat, stellt der Krebel den Autofokus auf den unruhigen, strukturierten Hintergrund, weil da irgendwo Gitter ist, eine Gitterstruktur oder eine Stoffstruktur, Textil oder was. Und da glaubt eben nun der Autofokus, das wäre der Teil, auf dem scharf zu stellen ist, ja nicht das glatte Gesicht. Ja, und wenn du da nicht drauf achtest, du hast dich auf manuelle Scharfstellung umgestellt, von automatischer Scharfstellung, ja, dann kommst du nach Hause und der gute Mann, der Sänger, ist unscharf. Ja. Das ist mir auch schon passiert, ausgerechnet bei außerordentlich schönen Song. Ja. Mensch, ich ärgere mich heute noch, aber der ist so gut, der Song, dass ich die Unschärfe teilweise, dass ich die in Kauf nehme. Ja. Er hat dann wieder richtig nach. Ich habe es ja gemerkt schon. Alles wird natürlich mit Sucher gefilmt. Siehst du, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich höre über eine halbe Stunde jetzt, aber ich habe bis jetzt nichts erzählt, was nicht entscheidend wichtig wäre. Aber die Arbeit am Sucher ist natürlich entscheidend hier. Ja? Also nichts da mit Display drauf gucken hier. Ja? Erstens frisst das Strom, Energie und die Akkus sind schneller leer. Und zweitens hast du nicht die Kontrolle so wie im Sucher. Ja? Und das ist ein viel besseres Arbeiten. Und oftmals lassen die Lichtverhältnisse gar kein Display zu. Solange der Zuschauerraum dunkel ist, da ist natürlich ein Arbeiten am Display viel komfortabler. Ja? Und das ist klar. Aber oftmals strahlt ja das Licht entweder der Bühne oder der Umgebung im Saal ja, mit aufs Display und draußen im Freien. Wenn du am Tag ein Konzert aufnimmst, ist dann natürlich der blanke Horror. Du kannst ja nicht zu der Kamerapositionsänderung, die aus den von mir vorhin genannten Gründen vorgenommen werden müssen, auch jetzt noch Rücksicht darauf nehmen, dass dein Display von der Sonne bestrahlt wird und nichts mehr siehst. Also ist es absolut unverzichtbar, die Arbeit mit Suchern. So, ich würde jetzt sagen, ich denke, das Nötigste und Wichtigste hier dargelegt zu haben, also ja, zum Film mit einer Kamera, aber mit Zähnen und Klauen, mit Händen und Füßen, mit jeder Faser muss man hier dabei sein, muss an Sachen denken, insbesondere was den Ton anbelangt. Und später beginnt ja erstmal die Arbeit beim Schneiden. Ja. Da geht der Horror ja weiter. Das Schneiden dauert ja manchmal länger als das Filmen. Ja. Und also es ist und bleibt eigentlich eine ganz schöne Arbeit, die man sich auferlegt. Und es wird oftmals eben doch leider nicht geschätzt. Aber es gibt doch viele Zuschauer, die es schätzen und die auch mitkriegen, obwohl sie keine Fachleute sind. Mensch, der hat sich Mühe gegeben und das zu würdigen wissen. Und das ist eigentlich der einzige Lohn, den man hier als Videofilmer, als Konzertfilmer hat. Dass man hin und wieder sehr, sehr liebenswürdige, kompetente Kommentare bekommt, die einem dann wieder Mut machen, das nächste Konzert wieder mit Freude dem entgegenzusehen. So, darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken.